Hallo und herzlich willkommen zur 185. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Heute geht es um eine sehr berühmte Katze, über die wir schon einmal berichteten. Felicette, die erste Fellnase im Weltraum. Um sie zu ehren, haben sich die Zweibahner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Außerdem verlosen wir heute den genialen Katzenspielplatz von Pfotenolymp. Also bleibt bis zum Schluss dran. Habt auch ihr Ideen für neue Folgen oder wollt ihr eure Schnurris in einer Folge sehen? Dann schreibt uns per WhatsApp, Telegram oder E-Mail. Einfach auf den jeweiligen Kontaktbutton auf unserer Homepage tippen und schon könnt ihr uns ganz unkompliziert erreichen. Der Kalte Krieg tobt auf Hochtouren. Die damalige Sowjetunion schickt 1957 Laika mit dem Sputnik 2 ins All. Die NASA kontert mit den Schimpansen Enos und Hem. In La Grande Nation wird 1963 eine schwarz-weiß gemusterte Katze in den Straßen von Paris eingefangen. In Anlehnung an Felix the Cat, der berühmten amerikanischen Cartoonfigur der 20er Jahre, wird die Katze Felicette genannt. Im französischen Cerma, vergleichbar mit der amerikanischen NASA, beginnen Trainings in der Zentrifuge und in einer Kompressionskammer. Am 18. Oktober 1963 startete eine V-47-Rakete um 7.09 Uhr mit Felicette an Bord. 157 Kilometer Gipfelhöhe, 5 Minuten Schwerelosigkeit und eine Landung nach 10 Minuten und 36 Sekunden. Felicette war wohlbehalten wieder auf der Erde. Für Tests blieb sie mehrere Monate im Labor, wurde dann aber leider eingeschläfert, um ihr Gehirn zu untersuchen. Doch ihre große Tat blieb zumindest für einen Katzenfan unvergessen. Dank ihm wurde ihr zu Ehren im Dezember 2019 eine Bronzestatue in der Internationalen Space University in Straßburg, Frankreich enthüllt. Felicette ist immerhin die einzige Katze, die den Ausflug in den Weltraum überlebt hat. Ermöglicht hat das Ganze Matthew Serge Guy, ein begeisterter Katzenliebhaber. Durch seine Kickstarter-Kampagne sammelte er über 50.000 Dollar ein. Sein Antrieb war die Tatsache, dass Felicette fast vollständig aus der Geschichte der Eroberung des Weltalls verschwunden war. Dem Schimpansen Hem wurde in den USA ein Denkmal und der Hündin Laika in Russland sogar zwei gesetzt. Das ließ dem Creative Director aus London keine Ruhe und er startete 2017 seinen Spendenaufruf. Mit Erfolg. Die ca. 1,50 Meter hohe Bronze kann im Atrium der Space Universität in Straßburg bewundert werden. Kommen wir nun zum Gewinnspiel. Zusammen mit Pfotenolymp verlosen wir ein Exemplar des genialen Katzenspielplatzes. Ihr brauchtet nur das letzte Rätsel zu lösen und das Lösungswort Kette bzw. Fahrradkette plus Hashtag Pfotenolymp und Hashtag Maja empfiehlt als Kommentar zum letzten Video posten. Unter den ersten 10 richtigen Lösungen, die bis zum Freitag 24.07. 24 Uhr gepostet wurden, lost nun Anje den oder die Gewinnerin aus. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. So Anje, du bist dran. Herzlichen Glückwunsch an den Glückspilz.
bitte schreib uns per Mail, WhatsApp oder Telegram, damit wir den Versand des Katzenspielplatzes in die Wege leiten können. Vielen Dank an die vielen Fans, die mitgerätselt haben und immer fleißig kommentieren. Damit ihr nicht leer ausgeht, hat uns Jan vom Pfoten Olymp einen Rabattcode zur Verfügung gestellt. Den könnt ihr bei eurer nächsten Bestellung auf Pfoten Olymp angeben. Und nun kommt das aktuelle Rätsel. Was suchen wir heute? Was ist voll so schwer, als wäre es leer? Was ist gefüllt nicht halb so schwer, als wäre es leer? Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt's uns in die Kommentare. Die Auflösung gibt's in der nächsten Folge. Um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.